Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von The Legend of Zelda Breath of the Wild. In der letzten Folge haben wir angefangen, damit hier unten zu erkunden am Methenostrand. Und da machen wir jetzt weiter. Und ich glaube, ich setze jetzt gleich direkt die Lichter einmal ändern auf das und das. Dann weiß ich ungefähr, wo ich hinlaufen muss, den Crocs, und dabei können wir dabei in wunderbar die Umgebung anschauen. So, jetzt mal runter. Palmfrucht, danke. So, dann schauen wir mal weiter, wie es hier weitergeht. Das Boot ist, glaube ich, dafür da, um dahinter zu dem Schrein zu gehen. Aber zu dem gehen wir jetzt momentan. Okay. Ah, jetzt sind sie doch respawned. Jetzt dachte ich, dass es kein Respawn-Punkt ist, aber egal. Hauptsache halt die Quest von letzter Folge hat es noch gespeichert, weil es war ja unsere Aufgabe, dieses Lager auszulöschen. Und das habe ich ja gemacht. So, dann schauen wir auf jeden Fall weiter. Dass wir auch irgendwas finden hier. Weil. Steine. Ah, Spurtkröte, das passt doch. Da war ein Feuerstein. Da war nichts drunter. Gut, dann gucken wir einfach mal nach. Da oben ist das Institut. Ah, ich habe den Krog schon gefunden. Und danach gehen wir oben drüber. Palmfrucht ist es, gell? Palmfrucht. Steiße. Und hinlegen. Easy Croc, würde ich sagen. Natürlich habe ich dich entdeckt. Tschüssi. So, dann haben wir damit wieder einen Croc dazu. Und wenn ich mich nicht täusche, ist da drüben. Weiß ich nicht mehr. Irgendein Boss war da. Ich weiß aber nicht mehr, ob es ein Hinox, Nivarok oder ein Leune war. Ich habe absolut keine Ahnung mehr. Auf jeden Fall darf ich auch nicht vergessen, die zwei Ivaroks auf dem. Den Zwillingsbergen muss ich noch nachholen. Weil so ein 100% zählt leider auch, dass wir jeden Boss einmal besiegen. Also jedes Monster einmal besiegen. Also jetzt nicht die kleinen, das wäre ja, glaube ich, Overkill, wenn ich da jeden einzelnen mal besiegen muss. Aber zu den Bossgegnern, dazu zähle ich jetzt halt die Evox und Hinoxe dazu. Oder was ist das schon wieder für Musik? Es hört sich schon wieder an, das wäre auch Blutmond, aber den hatten wir doch erst letzte Folge. Ey. Fotomodul auspacken, weil wir müssen ja gucken, dass wir so gut es geht alles fotografieren, was wir noch nicht fotografiert haben. Weil das gehört natürlich auch zu 100%. Da könnten wir allerdings auch mal reingucken. Ich denke, wenn ich das hier gemacht habe, mal reingucken ins Fotobuch, wie viel wir schon überhaupt haben und wie viel uns noch fehlt. Damit wir auch ungefähr wissen, wie viel ich noch fotografieren muss. So, da unten ist. Oh, da sind doch gerade. Genau, Glut. Ey, die dürfen noch nicht despawnen, ey. Wieso despawnt die Kacke? Über mir ist eigentlich einer. Ich habe sie schon fotografiert, gut. Alter. Aber der Rest da ist einfach nix. Ab und zu wechsle ich jetzt auch mal zum Magnetmodul, weil wir hier am Meer befinden. Und bei Gewässern sind ab und zu mal einfach so Kisten versteckt, so random. Und wegen dem DLC, ich glaube, hier gibt es zwar nichts zu holen. Aha, da müssen wir auf jeden Fall hinschauen. Aber wegen dem DLC gibt es ja auch weitere Truhen, die wir auffinden müssen. Aber ich glaube nicht, dass hier eine am Martino-Strand einfach so random platziert ist. Steppenwolf, die haben wir alle fotografiert. Das ist ein Pfirsichreiher, das ist ein Blaufederreiher und das ist ein Steppenfuchs. Die Insel da hinten müssen wir auch irgendwann mal besuchen.
Alter, kann die Musik mal aufhören? Ich habe immer noch das Gefühl, dass jetzt gleich wieder gar Blutmond ist. So, jetzt. Und das will ich nicht. Klar, hier oben gibt es zwar nichts, was auftauchen könnte, aber trotzdem. So, dann gucken wir mal. Hier wird's kalt. Da oben wird's langsam kalt. Aha, da oben ist also schon geht's los zur Rattenellspitze. Na mal. Die werden wir auch noch irgendwann angucken. Da unten sind auf jeden Fall Steine, da werde ich hingucken. Ah, ich höre ein... Das war dumm. Ich höre ein Krograd. Oder nennen wir es einfach Windrad. Ich höre eins. Wo? Ganz oben? Ja. Moment. Habe ich dich fotografiert? Kacke. Da oben? Wie kann ich da denn noch vorbeischießen? So. Alter, ich schieße halt echt nur vorbei. Willst du mich verarschen? Und jetzt regnet's. Nee. Da komm, echt jetzt? Der Regen. Gucken wir auf jeden Fall jetzt mal da runter, weil ich schätze. Auf jeden Fall Augen offen halten, ob hier irgendwas ist, weil ich sehe nichts. Vielleicht seht ihr was. Könnt ihr mich gerne auf den Kommentaren hinweisen drauf, wenn ich was übersehe. Aber ich schätze einfach mal. Ey. Ich wollte einen Spurtlinger, egal. Wieso bin ich hier runtergegangen? Genau, weil ich vermutet habe, dass es eine Truhe ist. Und wenn nicht, gell, dann fresse ich einen Besen. Alter. Alter, hier ist ja echt keine Truhe. Hä, es war doch immer solche komischen Stellen, wo sie Truhen verstecken. Und wie komme ich jetzt wieder nach oben? Wie zum Geil komme ich jetzt wieder nach oben? Das regnet gerade volle Kanne. Na, auf jeden Fall kriege ich jetzt ein Wasser. Habe ich den Fisch schon fotografiert hier. Schwertschnapper, ja. Ja, dann werde ich wohl rüberfliegen und schauen, dass ich nach oben komme irgendwie. 1, 2, 3, 4, 5 und Sprung. Und ich bin oben. Geil. Und dann einfach etappenweise nach oben. 1, 2, 3 und hier nach oben springen. Und da dürfte ich wahrscheinlich auch stehen können, genau. Alter, das ist jetzt ausgefangen. Anfang regnen muss. Das war wahrscheinlich zu früh. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2 und Sprung. Na, Alter, komm. Gut, dass ich beim nächsten Mal, wenn wir 4 Auszeichen Bewährung haben, Ausdauer hole. Sprung. 1, 2, 3, 4, 5. Sprung. Alter, ich hab doch gerade Sprung drauf gedrückt. Ja, dann kann ich es gleich wieder vergessen. 1, 2, 3, 4, 5, Sprung. 1, 2, 3, 4, 5, Sprung. Und, ey, ich wollte gerade... Willst du mich verarschen? Das ist nicht mal weit nach oben ab hier. 2, 3, 4, 5... Alter, kannst du dich nicht dort festhalten? Kannst du hier nicht stehen? Link, Link! Und, Alter, jetzt fällt er nach unten. Link, wieso kannst du nicht stehen? Eins. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Da, komm schon. Boah, Alter. War das knapp jetzt gerade schon wieder. Ey. Aber warum ist es jetzt ausgerechnet hier anfangen zu regnen? Das finde ich beschissen. Beschissen, sage ich euch. Alter, da kann ich auch wieder Waffe wechseln. Gehen wir wieder zur Lanze. So, da oben waren wir schon. Dann gehen wir jetzt zum grünen, gelben Licht. Weil ich glaube, der Rest müsste sich unten befinden. Aha, da sind Leuchtsteine. Die nehme ich dann gleich mit, weil ich glaube, ich gehe hier hin. Und dann gehe ich einmal außen rum. So, jetzt muss ich nur finden, wo der Krog ist. Ist es so ein R? Ist oben drauf einfach ein Stein oder ist es auch so ein unten drunter Ding? Wenn es eine Höhle ist, gell? Kann ich mir irgendwie vorstellen, dass das eine Höhle sein muss? Das kann ich mir schon vorstellen, dass es einfach eine Höhle ist jetzt. So. Dann holen wir uns erstmal das Erz.
Steinsalz. Wenn ihr Geballer im Hintergrund hört, dann nicht überraschen. Wir haben es ja Zeitpunkt der Aufnahme, 29.12. Und ja, die Leute ballern halt jetzt schon gern los. Weil wir in 2 Tagen Neujahr haben, also 31. Da ist Silvester. Dann ist das Jahr auch schon wieder vorbei. Auch schon wieder krank. Es hat aufgehört zu regnen und es sieht aus, als wäre es tatsächlich eine Höhle. Ah gut, dann gehen wir auf jeden Fall nach oben, holen uns das Erz und schauen rüber. Und schauen nach drüben. Aber diese Insel da hinten, die jetzt gerade im Bild ist. Puh, ich weiß noch, ein paar Sachen kann ich mich noch erinnern von dem Playthrough, den ich 2018 gemacht habe, privat. Und die Insel da hinten war, glaube ich, hart. Das heißt, ich gehe jetzt noch nicht hin. Erst wenn ich ein bisschen mehr Leben habe und Ausdauer. Also eine der letzten Inseln mache ich das, glaube ich. Habe ich die schon? Das sind blaue Reiher. Ja, das sind blaue Reiher. Aber ja. Alter, was fliegt denn hier für Vögel rum? Ne, ich glaube, die muss ich auch fotografieren, gell? Weiß nicht so. Weil ich die fotografieren muss. Und wieso habe ich nur diesen Krog weggemacht? Da ungefähr, da drüben. Ich glaube, da ist er. Seeigel. Seeadler. Seemöwe hier. Seemöwe. Ich gehe einfach ein Stück näher ran und dann. So. Dann habe ich gleich einen ganzen Schwarm drauf. Und nach hinten wieder. Das muss, darf ich nicht vergessen, dass ich. Okay, ah, da. Man kann schon sagen, hä? Wie zum Geier. Aber ja. Hätte ich hier auch am Strand. Muss ich auch noch außen rumlaufen? Ja, dann mache ich das einfach jetzt schnell. Die Insel mache ich später. Da brauche ich bestimmt mehr. Wenn ich mich noch richtig erinnere, mehr Ausdauer und Leben für. Dann den Schrein da oben haben wir, glaube ich, schon markiert. Also. Moment. Den hier. Den haben wir, glaube ich, schon markiert. Das dürfte der hier sein. Den habe ich nicht markiert, aber... Mei, den sehe ich ja von hier. So, jetzt kann ich aber nochmal das Magnetmodul anschmeißen und schauen, ob wir hier eine Truhe haben. Was nicht so aussieht. Aber die hätten hier... Ahaha, jetzt sehe ich es, jetzt sehe ich es. Das dürfte ich ja schon fotografiert haben, Gold und normales Erz. Erzbrocken, seltener Erzbrocken. Aber jetzt kriege ich. Ich glaube, ich habe noch einen Hammer dabei, genau. Boah. Ah, gleich doppelt. Heile. Und ich glaube, diese Hausbau-Quest, die können wir irgendwann mal auf einmal beenden. Weil er hat uns ja gesagt, für alles braucht er 5000 Rubine. Dann würde ich sagen, bevor wir dann das nächste Mal hingehen, sammeln wir jetzt Edelsteine an. Verkaufen dann alles, bis wir 5000 Rubis haben. Und dann... Ja, dann verbessern wir das Haus gleich ganz auf. So, Opal. Aber wir dürfen natürlich nicht vergessen, erstens mache ich das hier für Loot. Zweitens weiß ich nicht, kann mich nicht mehr ganz erinnern, aber ich glaube auch ein paar Edelsteine waren für Verbesserung notwendig. Ja, dann mache ich es halt normal. Und natürlich auch fürs Geld. Und weil wir die meisten Steine auch für Quests benötigen könnten, bräuchten eventuell. So, dann weiß ich nicht, welcher davon... Ja, es war glaube ich ein Ivarok, der hier ist. Das sieht man schon an den Steinen, ja. Dann gucken wir uns erstmal um. Es sind 3 Lücken, sehe ich jetzt. Ja, ich dachte gerade schon. Bin ich blind? Habe ich falsch hingelegt? Da war ich nur blind. Es sind 3 Steine notwendig hier. So. Aber wir kommen ganz schön gut voran, finde ich jetzt. Schon im Game.
Klar, wir sind jetzt bei Part 45 ungefähr und haben erst das kleine bisschen. Aber wenn wir nicht anfangen zu erkunden, dann dauert es halt noch ewig. Und ich glaube, ich weiß, was der Krog war. Hier unten ist nämlich eine Blume, sehe ich gerade. Dann war der Krog eine Blume, der da oben war. Ja, das war eine Blume. Der andere Krog dürfte dann irgendwo hinten sein. Dann war es doch keine Höhle. So, da oben. So. Aber ich finde es eigentlich ein geiles Gefühl, wenn man dieses Game hat. Und sich dann am Schluss die ganze Karte anschaut und alles, was gesammelt hat. Das ist bestimmt ein richtig geiles Gefühl. Wo ist er da oben? Und am besten würde ich das gerne noch schaffen, bevor der zweite Teil rauskommt. Tear of the Kingdom heißt er, glaube ich. Dafür hätte ich gerne das Spiel durch. Aber das sollten wir hinkriegen. Das sollten wir ja hinkriegen. So, dann muss ich gucken, was ist der Krog? Ist das ein Steinkreis? Etwas zum Werfen? Ich weiß gerade nicht, ich sehe ihn gerade nicht. Ja, okay, der Fisch war da. Da. Ich sehe ihn doch jetzt. Ich hätte doch von oben runterspringen müssen, aber das geht ja, glaube ich, auch von der Höhe. Die Höhe müsste, glaube ich, reichen. Muss halt nur reintreffen. Und Sprung. Und es reicht tatsächlich. Muss niesen, Entschuldigung. Finde ich gut, dass das Mikrofon auch einen Mute-Button gleich dabei hat. Boah, Alter. Dann dürften wir, wenn wir... Ich glaube, den Ivorok, den es hier gibt, weil hier sind so viele Steine, da muss ja ein Ivorok sein. Ich glaube, der hier ist es. Wenn wir den besiegt haben, dann haben wir alles gemacht. Ja, war es richtig. War richtig. Ist ein leuchtender sogar, also gibt es jetzt... Also gibt es jetzt Ding. Haufen Leuchtstein über dem. Komm schon. Dann nehme ich jetzt die Lanzen her. Alter, komm schon. Fall down. Eben halt nicht. Ja, dann halt nicht, ne? Machen wir es so. Du dürftest jetzt hinfallen. Und angesehen ist das Beste tatsächlich. Okay. Ah, es geht auch von unten. Gut. Dann wieder eine Lanze auswählen. Dann mache ich dich jetzt halt eine Lanze platt hier. Oder soweit es halt geht. Schwert. Wo guckst du hin, Link? Ich sehe gerade nichts. Ich sehe gerade nichts. Schade. Schade. Schade, funktioniert doch nicht. Das dürfte jetzt aber funktionieren haben. Danke. Ich muss jetzt rauf auf den Überrock. Und schauen, wie ich den schlage am besten. Oder eben so. Alter! Was ist da? Ivorok, fährst du mal? Danke. Da war gerade irgendwas Neues im See, aber das kann ich nicht holen. Das sind, glaube ich, Leuchtmuscheln. Oder normale Seemuscheln. Kommst du? Fallst du? Jetzt, danke! Ah, er hat einen Stein geholt. Es wird dunkel, deswegen leuchtet er jetzt. Komm schon. Alter, ich will nicht den Hammer benutzen, das ist Cheaten in meiner Ansicht. So, danke.
Boah. Dann ist der auch hin. Und was droppst du? Leuchtstein. Ja, nur Leuchtstein und Bernstein und Opale. Also keinen anderen Edelstein. Schade. Schade. Wenn das leuchtet, wenn ich das noch nicht eingesammelt habe, ich es bestimmt noch nicht fotografiert. Eine Maximuschel. Die gibt es ja auch noch. Stimmt. Gibt es hier noch weitere Mini-Ivarocks? Weil ich weiß echt nicht, ob ich von denen schon Fotos gemacht habe. Naja, dann. Nee, anscheinend nicht. Ah, dann. Moment, doch, nein. Boah, es sind die hier. Ich will hier ganz normal in Ruhe. Habe ich das nicht schon fotografiert? Nee, Knochenbocklanze. Als ob. Hä, ich dachte, ich habe das schon. Oder war das nach einem Tod, den ich noch nicht hatte? Knochenbocklanze, eine Waffe aus Kieferteilen eines urzeitlichen Tieres. Die Zähne sind noch nicht. Sind noch immer sehr scharf. Vor Bockblins mit so einer Lanze sollte man sich in Acht nehmen. Ja, egal. Aber jetzt geht drauf. Weil ich will hier gerne das Outro machen. Ich will kein Beenden hier. So. Gut. Dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich beende die heutige Folge hier. Und ich hoffe, ihr schaltet auch in der nächsten Folge wieder ein. Ciao. Euer Gladius.